Ja, jetzt haben wir nichts mehr, was wir hier einwerfen können. Ich denke mal, das wird's wohl jetzt gerade gewesen sein. Tötet uns das Gift oder bringt uns das nur auf 1 HP runter? Ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. 2 TP haben wir nur noch. Die bleiben da auch. Sehr schön. So, ich hoffe, der hat jetzt hier nicht gerade die Händlerin erlegt. Das wäre... Der hat die Händlerin erlegt. Ich glaube das ja wohl nicht. Dann nehmen wir das mit. Hast du was für uns? Das. Messer, Stimpak. Hast du noch was hier für uns? Hat das Brahmin was für uns? Scheint nicht so. Diese alten Schweine, das haben die schon mal gemacht. Deswegen habe ich immer so einen Hass auf dieses Caesar's Legion. Die knallen hier wirklich alles über den Haufen. Was? Jetzt gibt es einen Händler weniger. Das ist doof. Man kommt auch leider nicht an den Kram ran, den die verkauft hat. So, gehen wir erstmal hier hinten. Das ist mal in Deckung. Haben wir immer noch, sind wir noch vergiftet? Nein, wir sind nicht mehr vergiftet. Das heißt, wenn wir Gift haben, können wir das... So, das machen wir jetzt erstmal hier. Das heißt, wenn wir vergiftet sind, soll das heißen, dass wir auch, ja, dass wir die Trefferpunkte nur auf Minimum runterbekommen und dass wir uns danach dann wieder heilen können. Das wusste ich auch nicht mehr, dass das so war. Da oben ist noch Mais oder irgendwas, was wir pflücken können vielleicht. Einmal schnell speichern. Ich glaube, uns hat jetzt hier noch keiner entdeckt. Doch der da. Jetzt geht das wieder los. Jetzt sind wir schon wieder vergiftet. Und wie viel Gift haben wir jetzt? Gift. AP minus 20, TP minus 4. Sehr schön. Gehen wir mal eben in Deckung. Nein, wir gehen nicht in Deckung, wir sterben. Das ist doof. So, jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir hier fix wegkommen. Na komm, steh auf und lauf. Wir müssen erstmal irgendwas zusehen, dass wir hier diese Mistviecher aus dem Weg bekommen. Die sind doch wirklich überall, diese Drecksteile. Ich sehe den nur nicht gerade. Der kommt hier bestimmt gleich irgendwo über den Hügel. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal einen anderen Weg weiter. Dass wir hier mal ein bisschen von diesen Cazadores wegkommen. Die sind einfach... Das sind hier so neben Skorpionen meine absoluten Hassgegner. Kommen wir mit allem klar, was sie uns hier entgegenschmeißen. Aber diese Flugviecher, die dann so rumbrimseln, dass sie hier kaum richtig zu treffen sind, das nervt. Einmal schnell speichern. Und dann gehen wir jetzt etwas links von der Straße vielleicht. Da hinten ist das Brahmin wieder. Das da hinten müsste schon New Vegas sein, diese Richtung. Gucken wir mal eben auf die Karte. Ja, das ist schon New Vegas. Und euch möchte ich am liebsten umnieten, aber ich weiß genau, dass ich das nicht überleben werde in meinem jetzigen Zustand. Deswegen stecken wir lieber die Waffe weg und tun mal ganz freundlich. Ich weiß auch nicht, womit die jetzt hier ihren Dealer aufgeregt hat. Keine Ahnung. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas Schönes? Was man hier noch so mitnehmen könnte? Brahmin-Steak hat nachgelassen. Das ist schön, aber naja, was soll's. Schlecht meine ich, aber nicht schön. Ist schon gefährlich hier in der Wildnis. Alte LKWs, alter Bagger. Ah, hier sind doch wieder diese alten Ameisen hier. Fürchterlich. Wir können das da nochmal untersuchen, diese alte Tankstelle. Ich weiß nicht, ob ich da schon drin war. Ich glaube nämlich nicht. Gehen wir da doch einfach mal gucken.
Wow! Kommen die hier wieder? Ja, und das hat uns dann auch erlegt. Das ist ja mal nicht gut gewesen. Die habe ich ja gar nicht mehr auf dem Teller gehabt, die Jungs. So. Wie machen wir das denn? Lass mich mal gucken, wie wir das am besten machen. Wir können natürlich auch erst... Nach Süden? Nach Süden? Aufgaben? Kernbrennstoff. Ach, da finde ich den... Ja, dann muss man jetzt natürlich nach Süden. Dann war das nicht im Norden, dann war das im Süden. Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Das nächste Mal einfach auf die Karte gucken, dann merkt man auch, wo der Kram ist, den man sucht. Sehr schön. Da spricht mein Handy wieder mal mit mir. No weg. So. Dann war das nämlich hier hin. Da sind diese alten Tonnen, die wir haben müssen. Ich weiß nur nicht, wie wir da jetzt hinkommen. Ob wir da jetzt überhaupt vernünftig hinkommen. Kann auch sein, dass wir jetzt hier schon wieder gleich von Supermutanten abgefangen werden. Bei irgendeiner Deponie war das nämlich. Da wimmelte es geradezu von Supermutanten. Brammensteak hat nachgelassen. Radiation ist bei minus 135. Das ist gut. Wir sind also vollkommen entstrahlt. Und hier haben wir die alten Fässer. Deckung Giftmüllhalde. Was bist du denn hier für einer? Hallo, bleib doch mal einem stehen. Ah, halt. Hallo, ich habe Ihnen nichts zu sagen. Also, ziehen Sie Leine. Du bist ja nett. Wo finde ich denn jetzt diese Fässer hier? Gucken wir nochmal eben auf die Karte. Noch ein bisschen südlich müssen wir hin. Und hier sollen die Dinger zu finden sein? Das kann ich ja fast nicht glauben. War das wirklich hier hinten? Giftmüllhalde. Ach doch, ja, stimmt, hier war das. Ja, hier ist das Teil. Hier wimmelt es auch gleich wieder von Raidern, glaube ich. Mir war so, als wenn hier was war. Und zwar muss ich mal eben einmal eine andere Waffe haben, bitte. Das Kleinkalibergewehr hätte ich ganz gerne. Da kann ich nämlich besser durchzielen. So, und dann schleichen wir noch mal hier ein bisschen durch die Gegend. Das sieht nämlich wirklich nach Hinterhalt aus hier irgendwie. Ja, da sind schon zwei. Noch sind wir versteckt, das soll auch bitte so bleiben. Koffer, da ist natürlich jetzt wieder nichts drin. Vorsicht. Irgendwer hat uns hier entdeckt. Da drüben, da ist wer. Ach du Scheiße. Ich hab da gerade eine ganz doofe Idee, was das ist. Ja, das sind nämlich Riesengeckos. Das waren keine Raiders, das waren Riesengeckos. Ach ja, na gut. Noch ein Versuch. Gut, dann gehen wir hier oben mal drauf. Die sind nämlich mutiert, glaube ich, durch diesen alten Brennstoff. Schleichen wir hier hinten mal rum. Gucken wir mal, ob wir von da aus vielleicht rankommen. Wir sind noch versteckt. Das soll auch bitte so erstmal bleiben. Ein Rad pro Sekunde, da kann ich gerade mit leben. Vorsicht. Wie, Vorsicht? Lad nach. Jetzt sieht er natürlich gerade wieder keine. Das ist gerade gar nicht gut. Wir sind versteckt. Das ist gut. Aber ich sehe keine. Das ist schlecht.
Da atmet doch schon wieder einer schwer. Wo sind die Viecher, verdammt? Da kommt einer. Kopf 4%, den kriegen wir leider nicht zu fassen. Dahinter sind irgendwo welche. Und ansonsten sehe ich... Den haben wir. Das war schon mal eine Blähfliege. Kriegen wir hier den Kopf 11%. Das können wir ja mal probieren. Der hat ihn gefressen. Ist wesentlich besser auf Entfernung hier. Der hat natürlich jetzt nichts getroffen. Wir brauchen echt mal irgendwann ein Snipergewehr. Einmal das Mikro etwas besser hinsetzen. Jetzt machen wir hier gerade so ein bisschen Zielschießen auf diesen Mist hier hinten. Goldgecko. Noch ein. Noch ein. Muss das Vieh doch mal vernünftig treffen können hier, oder was? Haben wir andere Munition vielleicht dabei? Gucken wir mal eben nach. Munition. Wir nehmen mal... Hohlspitzenmunition. Die können wir natürlich auch mal benutzen. Der steht... Da ist noch so eine Sau. Nehmen wir mal die Überschussmunition, da habe ich jetzt mal genug von. Einen haben wir. Der hat auch eine verpult gekriegt. Und schon wieder. Da haben wir den nächsten. Noch einen. Da ist keiner mehr. Altes Mistviech, ich krieg dich. Oh, Bleiseher. Verursachen Sie 10.000 Schaden mit Schusswaffen. Haben wir jetzt irgendwas für bekommen? Fertigkeit? Extras. Allgemein? Nö. Extras? Schatzsucher? Nö. Fertigkeiten? Auch nicht. Special? Schon gar nicht. Status? Auch nicht. Also war das nur ein, ja... Etwas, das man erreichen kann. Na, komm her. Einen muss ich dir noch verpoolen, mindestens. Das ist ja hier das reinste Tontaubenschießen. Nur, dass diese Tontauben ganz schön scheiße gefährlich werden können. Und ich nicht treffe. So, gehen wir mal etwas weiter hier rüber. Dann können wir ihm hier hinten vielleicht nochmal einen verpoolen. Hier sind aber auch Geckos unterwegs, das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, das geht hier noch eine Viertelstunde, bis ich die alle weggeschossen habe hier. Zumindest kriegen sie uns hier hinten nicht aus irgendeinem Grunde. Das ist mir auch ganz gerade ganz recht so. Die schießen jetzt erstmal in den Rücken. Versuchen wir das mal ab und zu im Watz-Modus. Da haben wir noch eine verpoolt. Und den haben wir endlich erlegt. So, jetzt ist da hinten noch einer. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir den? Den haben wir noch einen. Ich habe mir ja nicht... Oh Gott. Strahlenkrankheit. Das ist aber noch nicht an... Ja, das ist erst 200.